So. Geht bald die Sonne unter? Ja, was siehst du? Ja, ich glaube, wir machen mal wieder so eine kleine Nachtrunde. Weil es sich doch ergibt, kriegen wir auch Punkte. Die brauchen wir natürlich, um Sachen zu enchanten. Ich könnte auch mal wieder in der Folge auf Diamantenjagd gehen, dass wir uns auch endlich mal was Richtiges aus Diamanten, also alles aus Diamanten machen können. Das dauert eh noch. Aber dafür brauche ich auch erstmal noch so eine Glücksspitzhacke und so eine Haltbarkeitsspitzhacke, glaube ich. Da hinten ist noch ein Tintenfisch. Und der bringt ja auch Punkte. Zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Wie ich doch immer gerne sag. Gut, gut. Ach komm, scheißen wir auf Monster, wir gehen jetzt erstmal runter unter die Erde und machen eine kleine Minenfolge. Session. Aha. So, wir haben jetzt alles unterirdisch verbunden, deswegen können wir jetzt auch überall hin. Gut, die Musik setzt ein, mal wieder. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass sie nicht mehr so selten ist. So, und jetzt sprinten wir hier mal durch. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, wenn man rennt und dabei springt, ist man schneller. Alter Minecraft Hunger Games Wisser spricht aus mir. Also wer Hunger Games spielt, muss das eigentlich wissen. So, das sieht doch hier schon ein bisschen so vergammelt aus. Finde ich gut. So. Steinkiste. Stein, 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 Stein. So. Ja, hier können wir. Klatschen wir alles mal rein. Den Eimer haben wir noch dabei. Das ist gut. Nee, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Da unten. Oh, das sieht ja auch cool aus. Erde, Erde, das. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und der Wisch, das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Gut. Ja. Das Holz. Das Holz ist wichtig. Das muss hier bleiben. So, hier, das reicht erstmal. Wir haben noch Holz und Kohle dabei für Fackeln. Das ist das einzige Wichtige. Wichtiger hier. Au, 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 au. Den Raum. Den Gang muss ich hier auch ausbauen. Sind Monster an. Ja, auf normal. Okay. So. Der hat Probleme mit mir. Der soll kommen. Ja. Nehmen wir erstmal hier ein paar Punkte mit. So. Gold können wir auch uns krallen. So. Okay. Einen Amboss könnten wir theoretisch auch irgendwann mal wieder bauen. So, wo ist denn hier der Gang? Ich hatte doch schon einen Gang. Hä? Bin ich jetzt dumm? Bin ich jetzt dumm oder ist das schon so lange her? Wir haben schon eine Session gemacht, das weiß ich. Wir sind auf Etage 11. Ja, machen wir einen neuen Gang, mir egal. Und der geht hier lang. Ja, will ich mal knallhart behaupten. Ja, könnte ich mir eigentlich ein Thema aussuchen, dazu labern. So, erstmal hier Wassereimer. Dann Fackel. Dann weiter. Dann wieder Wassereimer. Dann weiter. Ja, es gibt ja das Thema, was ich kurz bei Crossfire angesprochen habe, das mit der Telekom, aber dazu habe ich eigentlich alles schon gesagt. So. Hier schön die Punkte mitnehmen, schon Level 25 wieder. So. Hier sind nirgendwo Diamanten. Da. Einfach immer geradeaus. Ja, was noch? Was ist im Moment noch neu? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin gerade voll nicht auf dem Laufenden. Ja, wir ballern
bauen uns weiter und suchen Diamanten. Yay. Nein, jetzt mal wirklich. Ich überlege gerade, worüber man reden kann. Ich interessiere mich ja echt, also ich interessiere mich ja echt übers Weltall eigentlich. Weltall, voll der Lügen so. Nein, nein, ich finde das echt interessant, dass man sich das halt kaum oder fast oder gar nicht vorstellen kann. Also das habe ich auch irgendwann mal gesagt, glaube ich, aber keine Ahnung. Aber also dass man das halt nicht begreift, wie groß und wie weit und warum wir und warum nicht andere. Man weiß ja nicht, ob es irgendwo anders Leben gibt. Ich glaube, das kann man auch nie ausschließen. Weil das, also was wir hier haben, ist eigentlich schon richtig, ja, Glück. Ja, Glück kann man gut sagen. Aber ich glaube echt, dass es irgendwo auch anderes Leben gibt. Vielleicht nicht unbedingt intelligentes Leben, aber naja. Aber Leute, ihr kennt doch die Filme Krieg der Welten und andere Alien-Filme, wo die Alien kommen, um einen neuen Planeten zu finden oder um unsere Rohstoffe zu klauen, weil auf ihrem Planeten alles leer gemacht wurde. Aber weißt du, was sein könnte irgendwann mal, dass wir diese Technologie haben, dass wir so weit fliegen können, dass wir irgendwann die sind, die andere Planeten überfallen, um für uns eine neue Welt zu finden oder Rohstoffe oder so. Weil kann auch echt sein, warum müssen es eigentlich immer die anderen sein? Wenn, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wir irgendwann die Bösen sind. Oder wie ich mich auch total auf Avatar freue, Avatar 2 soll ja kommen. Ich hoffe es auch. Aber ich freue mich richtig derbe auf den Scheiß. So. Diamanten. Irgendwo vielleicht. Oder Eisen. Ah, können wir mitnehmen von der Decke. So. Ja, hier machen wir mal so einen kleinen Wald raus. So. Gut. Ja. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wir auch irgendwann mal, also ich hoffe es, dass wir irgendwann mal richtig, also irgendwann wird es ja so sein, dass die Erde nicht mehr bewohnbar sein kann, dass es keine Rohstoffe mehr auf der Erde gibt, dass alles, ja, kommt drauf an, Kriege oder durch irgendwas, oder dass wir uns halt selbst zerstören, weißt du? Was hat Albert Einstein nochmal gesagt früher? Er weiß, nee, ich muss gerade überlegen. Ich überlege gerade. Leute, lasst mich. Ah genau, er weiß mit, nee, er weiß nicht, was, mit welchen Waffen wir im Dritten Weltkrieg kämpfen, aber er weiß, dass wir im Vierten Weltkrieg wieder mit Stock und Stein kämpfen oder so. Ja, hat er theoretisch recht, weil wenn wir uns da, ja, theoretisch da alle selbst vernichten mit den, ja, man ist ja gar kein, oh, Diamanten, cool, ist ja gar kein Krieg mehr, das ist, man drückt auf den Knopf, ja, Ende. Yeah, schon mal, oh, geil, schon mal 5 Diamanten, hat sich jetzt schon gelohnt. So, Spitzhacke ist ja eh, Haltbarkeit und Effizienz ist ja nicht so gut. Aber ich wünsche mir was anderes. Oh, Schluck auf. Scheiße. Ja, und das ist schon ein Satz da, wo er recht hat, theoretisch. Theoretisch praktisch ja wahrscheinlich auch, aber man weiß es ja nicht. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal wirklich auf anderen Planeten wohnen. Zum Beispiel auf Mars oder. Ja, also ich feiere das richtig, wenn wir auf dem Mars landen. Ich freue mich auch richtig, weil ich hoffe, dass es irgendwann so sein wird, weil in Russland, also das dauert ja ungefähr 2 Jahre dahin, habe ich gehört, also
Falls ich nicht recht habe, Leute, berichtigt mich. Also, ich weiß nicht. Also, traut meiner Scheiße nicht, die ich laber. Ich bin halt, na, kenne mich halt nicht damit so gut aus. Ich habe mich nur mal damit befasst. In Russland, also irgendwelche Russen. Jetzt nichts gegen Russen. Ey, hast du was gegen Russen? Ja, habe ich, nein. Ja, genau. Da haben die, also die Masterreise dauert ja 2 Jahre, habe ich gehört. Und da haben die dann geschaut, ob das Menschen überhaupt aushalten, auf so engem Platz 2 Jahre also dass sie es aushalten, nicht, dass die sich dann irgendwie selbst umbringen oder irgendwie Streit aufkommt oder so weiter und so fort. Und dann haben die Russen haben dann irgendwelche Freiwilligen oder so genommen. Ich weiß nicht, ob das Freiwillige waren oder Astronauten, ich weiß es jetzt nicht. Haben die dann in so eine Kuppel gesperrt für 2 Jahre auf der Erde natürlich. Und ja, ich glaube letztens, irgendwann, könnte auch schon länger her sein, ich weiß es nicht. Haben die dann das Ding aufgemacht, ja, und ja, gab keinen Stress oder so. Was positiv war, was ich auch gut fand. Nicht, dass die sagen, nö, ist uns zu gefährlich, wir wollen nicht. Ja, weil das finde ich ja das Geile an den Menschen, dass der halt neugierig ist und neue Sachen erforschen will und ja. Ja, ihr wisst schon Bescheid. Also, ja, und das kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass wir dann auf dem Mars leben, weil es geht auch bestimmt irgendwie in irgendwelchen Raumstationen oder so, die man sich da dann bauen kann. Das ist die Frage, wie man da hinkommt, aber es geht bestimmt irgendwie, dass man sich da, ja, Raumstationen, Luft kann man sich auch da selber machen. Bla bla bla. Nur die Frage ist, wir haben bald keinen Sprit mehr oder irgendwelche anderen Mittel, um ins Weltall zu kommen, außer irgendwelchen Bio-Charakter. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Weil es ja ist ja bald so weit, dass wir kein Benzin mehr haben oder so. Bald alles erschöpft. Nur noch irgendwo in der Antarktis oder so gibt es noch Vorbild. Und wie ihr sicherlich bemerkt habt, wenn ihr Auto fährt oder so. Die Spritpreise steigen ja auch eventuell, also ist ja so, früher haben das noch unter eine Mark gekostet und heute, ach keine Ahnung, viel zu viel jedenfalls. Ja. Also ich fände das schon cool, wenn es jedenfalls so kommen würde. Ja, ich habe die Mondlandung leider verpasst, aber wie man von den Eltern hört oder so, war das ja schon ein Erlebnis, das man festhalten kann. Und wenn jetzt die ganzen Leute kommen mit ihren Verschwörungstheorien und so, Alter, nervt mich nicht damit, Mann. Ich glaub daran, dass die da waren und fertig. Oder mit dem World Trade Center, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass das dann Leute glauben, nee, das war der Bush, der hat dort dann gesprengt noch und sonst wären die Türme gar nicht eingestürzt und bla bla bla. Ich glaube an die Scheiße nicht, wirklich. Wenn ihr daran glaubt, ja, ist das eure Sache, aber lasst mir auch meinen Glauben. Ich vertrete nur meine Meinung. Und deswegen, ihr könnt ja auch gerne eure Meinung schreiben, aber dann bitte mit Begründung, ne? Weil ich habe mehrere Dokumentationen darüber gesehen und ich glaube trotzdem nicht dran, dass ja man als der Turm kurz vorher eingestürzt ist oder so, dass man dann Rauchwolken weiter unten gesehen hat, dass dann da Sprengungen gedingst sind und so weiter und so fort. Aber es gibt auch halt Gegensprüche, ne? Wie bei der Mondlandung. Oh mein Gott, die Flagge hat sich bewegt. Ist klar, wenn man sie in den Boden drehen oder rammen muss, dann bewegen sich halt Sachen. Leute. Diamanten. Yeah. 1, 2, 3, 4. Schon haben wir 9 Diamanten. Yeah, sauer. Und ich hoffe, ich bin laut genug für euch. 9 Diamanten. Ja, da freue ich mich. 9 Diamanten. Heute bin ich richtig dicht. Nein, natürlich nicht. Hier. Na los, komm. Wir wollen
Aber ich wäre schon gerne dabei gewesen, als wir das erste Mal auf dem Mond gelandet sind. Also das erste Mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren auf dem Mond? 12? Ich weiß es nicht. Oh, schon über 30. Ich weiß auch nicht, ob das nur das eine Mal war oder. Oder auch gesagt haben, stimmt, dass. Also in der Dokumentation, die ich gesehen habe. Dass. Ja, wenn es eine Verschwörungstheorie geben oder wenn. Wenn man das rauskriegte, warum dann nicht zuerst die Konkurrenten, warum die das nicht erst gesagt haben, also die Russen, die haben sich ja ein Wettrennen geliefert, warum kamen die nicht zuerst, das stimmt gar nicht, die müssten doch dann eigentlich als Erste gekommen, kurz einen Schluck Energy trinken. Die müssten doch eigentlich zuerst gekommen sein und sagen, hey, alles fake, stimmt gar nicht, ihr seid voll doof und so. Ja, und das verstehe ich nicht, warum dann irgendwelche Leute erst darauf kommen und dann nicht sofort die Russen. Oder das ist auch so gut, dass ich gehört habe, die USA gibt Millionen oder, ja, Millionen, ich glaube nicht Milliarden, jedenfalls Millionen. Oh mein Gott, ein Schacht. Cool. Die geben Millionen, Millionen für einen Stift aus, der im Weltall funktioniert, weil es ja keine, also ein Kuli. Aus. Die geben Millionen Euro dafür aus. Und was machen die Russen? Die Russen nehmen Bleistift. Fertig. Ist doch geil, oder? Okay, hi Zombie, warum kommst du nicht vorbei? Hallo? Gibt's irgendwelche Kisten? Melonsamen? Ich feier ja, wenn in der ersten Kiste Melonsamen drin sind. Dann feier ich ja richtig. Gehst du mal down? Danke. Ah, fuck, da ist ja noch einer. Habe ich die jetzt gar nicht gesehen. Weil ich hier auf den Boden gucke. Oh fuck, ich bin gleich tot. Sauber. Oh, schnell eine Kartoffelmampfe. Boah, die machen Schaden, ey, wenn man keine gute Rüstung hat. Die machen die richtig Schaden. So, ich wollte eigentlich minen, aber. Und wo sind wir? In der Mine. Ja, eigentlich machen wir das Richtige, aber. Oh, ich habe einen Hicks. Wir gucken erstmal ein bisschen hier. Komm, wow. Hier, das nehmen wir noch mit hier. Kann ja nicht schaden, die Kohle. So, ho. Ja, und sind schon voll, wie man sieht. Hier, das kam weg. Brauchen wir nicht. So, wir gucken noch mal hier rechts und links. Ist da irgendwo eine Kiste? Ich sehe bis jetzt keine Kiste. Das Gold können wir hier noch mitnehmen. Und über uns das Wasser. Oh, hier, noch mehr Gold. So. Und jetzt gehen wir auch schon wieder zurück. Das Ding können wir ja noch später erkunden, irgendwann mal. Wenn wir mal normal erkunden wollen und so. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Das bedeutet, hier geht es weiter. So, nochmal kurz am Ohr gekratzt. Naja, ist schon scheiße, wenn man juckt und nicht dran kann. Einfach weiterbauen hier. Machen wir uns nichts drauf. Wir sind immer noch 11, ne? Ne, 10. Warum sind wir 10 und nicht 11? Oh, deswegen. Jetzt haben wir bestimmt. Haben wir bestimmt Diamanten übersehen. So. Da nehmen wir noch mit. Und es geht weiter. Gut. So. Wir sind wieder voll. Die Diamanten, die können weg. Der Zaun hier. Den brauchen wir im Moment nicht. So, wir machen hier schön weiter. 9 Diamanten haben wir jetzt schon gesammelt.
Vielleicht nehmen die Fackeln alle. Ist nicht so gut. Warum haben wir zwei Scheren dabei? Außer Deppen. Oder ich bin Depp, nicht ihr. Ihr könnt ja nichts dafür, was ich hier mache. Ihr schaut nur zu. Gebt mir ruhig die Schuld. Den Rest könnt ihr behalten. So, Hallöchen. Hi Spinne. Alles klar. Oh fuck, das ist so eine Kackspinne. Ah. Achso, ich bin vergiftet. Auch wenn es so ist. So. Gut, wir sind hier. Finde ich supi. Hier erstmal weg. Dann können wir. Hau ab. So, dann. So, eine Kiste sollte reichen. Können wir hier unseren ganzen Scheiß reintun. Zum Beispiel Steine, dass wir die nicht liegen lassen, weil wenn wir irgendwann mal Steine brauchen. Auch die Scheren hier. Eine Schere können wir jedenfalls hier reintun. So, dann können wir noch. Ja, jetzt haben wir eigentlich wieder genug Platz. Ach, scheiß Spinne, ey. Ja! Kackding, ey. Das ist mir der scheiß Spinnenspawner. Ah, da oben. Ja, da kommt schon die nächste Kackspinne. Na komm. Was ist das Problem? Warum mache ich dich? Das Ding hat doch Gliederfüßer da. Ja, ja, so ist das, Leute. So. 54, 54. Was kommt raus? Ich komme raus. So. So. Können wir hier erstmal Steine wieder mitnehmen, bevor die decayen. So. Alles klar. Und dann geht's weiter. Mit dem frohen Abbauen. Boah, ich geh da jetzt hoch und mach das Ding kaputt. So. Vorbei hier. Will die XP haben. Danke. So, Ende. Was? Was geht hier vor? Oh, so, bau da ab. Ich will hier gerne durch. Danke, und das scheiß Loch hier stopfen. So, können wir auch normal weitermachen. Es sind immer noch irgendwo diese Spinnen da. So. Na komm schon. Gut. So, hoffentlich finden wir noch ein paar Diamanten. Schön essen hier. So. Dann hier. So, das hat sich jetzt gelohnt, die Schaufel rauszuholen für zwei Stück Erde. Yay, Gold, supi. Hinter jedem Block könnten Diamanten sein. So. Also Diamanten so zu suchen oder zu farmen, besser gesagt, schon einfacher als durch Höhlen zu rennen, glaube ich. Naja, die ist irgendwie falsch. Gut, ich baue das hier ab, da mache ich eine kurze Pause. Ihr wisst ja, wie es ist immer bei mir. Ich mag nicht so gerne lange aufnehmen, weil ich dann nie auf dem aktuell bin. So, aber wir, wenn ich wieder da bin, machen wir erstmal weiter. Okay, Leute, bis dann.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Oder schaut mal bei Let's Play Crossfire oder Let's Play Rhythm vorbei. Bis dann, tschüss.